So, bin ja schon da. Baby, so darf ich dich ja jetzt nennen. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Stimmt, wie eine normale Fahrt. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Okay, und da ist Mike. Emily's Ex, ja, intelligent, engagiert, überzeugend. Was ist das hier eigentlich für eine Inzestgruppe? Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen, also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so, für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst, weißt du? Na, Logans. Oh, Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Em, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Boah, ist die arrogant, leckt mich am Arsch. Oh mein Gott, ey. Hallo Minjas. Dankeschön. Und die gute Ashley ist verknallt in Chris. Aha, fleißig, neugierig und offen. Oh, man sieht ja auch echt hier richtig gut durch. Oh. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ah! Oh Gott! Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei Em? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt!
Und zurück bei Jess. So. Ja, komm, wir sind mal wie immer, ne, aufs Handy gucken. Jo! Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Zing! Mist! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Ist echt so, da musst du dir mehr einfallen lassen, Kollege. Wo versteckst du dich? Was kommt denn jetzt für eine Pornomucke? Wow! Halt, hey! Oh, ups! Oh oh. Ein Vogel. Hallo! Komm schon! Hey, Mike! Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Ja, den Vogel schieße ich jetzt nicht ab. Warum soll ich denn den Vogel abschießen? Oh, okay, das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja. Auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Das musste jetzt einfach sein, oder? Oh weh. Welcome back. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt.
Oh ja. Okay, das ist jetzt das Erste, wo ich wirklich sage, weder noch. Oida, Abruzzi, was soll das? Erschreckt, Verzeihung. Oh. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Clever. Ich habe nicht Angst vor mir selber. Alter, die verdammte Krähe. Was wollen die denn immer mit der Krähe? Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Putzi ist ein Gott, ey. Spinnen, Zombies und Krähen. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ja, danke. Wie gut das Freitagnacht ist. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß nicht, was er mit seinen Krähen hat. Ich habe keine Angst vor Krähen. Aber alle anderen Auswahlmöglichkeiten waren bescheuert. Verdammt. Okay, aber ansonsten war es ja korrekt. Spinnen, Zombies, passt schon. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Geil, wie so eine Serie. Mit Rückblick. Das war nur ein Spaß, Han. Verfluchte Scheiße. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Und hallo Josh. Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, aber liebevoll. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Beeilst. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel.
Hey, Ash. Hey, Chris. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Es ist alles sehr, sehr, sehr schräg. Und es ist aber auch immer noch alles sehr, sehr, sehr geil.